Die Karlshochschule ist ja eine Hochschule, die, sage ich mal, es ausbalancieren möchte, einerseits einen hohen wissenschaftlichen Anspruch zu haben, auch den wissenschaftlichen Anspruch den Studierenden zu vermitteln, andererseits aber auch eine starke Anwendungsorientierung zu haben, sprich also einen starken Kontakt auch oder eine Brücke zu den Unternehmen, zu den Organisationen, wo ja später einmal unsere Studierenden auch arbeiten sollen. Und gerade hierfür, für dieses Scharnier zwischen Theorie und Praxis, haben wir ein Modul, das es im dritten und im vierten Semester gibt, und das nennen wir die Unternehmensprojekte. Jeder Studierende an der Karlshochschule muss während seines Studiums zwei Unternehmensprojekte machen. Einmal im dritten Semester, einmal im vierten Semester. Ja, ich finde es sehr gut und es war auch ein Grund, warum ich an die Karlshochschule gekommen bin, weil wir einfach jetzt lernen, unser erworbenes Wissen anzuwenden. Das ist nochmal was ganz anderes. Die Karlshochschule bekommt reale Aufträge von Unternehmen. Sei es irgendwie Profit-Organisationen, sei es Non-Profit-Organisationen. Zum Beispiel sollen die Studierenden für eine Firma ein Marketingkonzept erstellen oder eine Social-Media-Kampagne. Und die Studierenden haben dann einen bestimmten Zeitraum, um währenddessen sie das Projekt idealerweise zu einem Erfolg führen. Man kann einfach auch mal so ein bisschen zählen, dass man einfach das, was man gelernt hat, ein Stück weit anwenden kann. Das wird einem immer vorher auch gesagt und das ist doch dann ganz toll und man glaubt da vielleicht auch nicht immer dran, weil manches sicherlich doch vielleicht einfach zu viel ist, was man auch lernt und an Theorien beigebracht bekommt. Aber irgendwie ist man dann doch erstaunt, wie viel man dann davon einfach auch anwenden kann und auf was man alles zurückgreifen kann. Also es zeigt einem einfach auch mal selber, was man die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen gemacht hat. An vielen anderen Hochschulen ist es so, da gibt es durchaus auch die Thema Projekte, aber die werden alleine gelassen. Und wir sagen, das macht ja keinen Sinn. Da kommt dann zum Schluss, sage ich mal, Suboptimales raus, um es noch freundlich auszudrücken. Also schon sinnig, und das ist auch unsere Idee gewesen bei den Unternehmensprojekten, wir wollen die Studierenden durch ihr Projekt coachen. Und coachen heißt ja eigentlich, man will den anderen gewinnen sehen. Ein Coach bedeutet nicht, ich sage dir, wie du es zu machen hast, sondern er versucht, die Gruppen da abzuholen, wo sie sind, und sie zu einem höheren Level zu entwickeln. Gerade durch die Coaches wurde halt vor allem auch zum Beispiel auf die persönliche Ebene gegangen, dass man überlegt, okay, wie klappt es eigentlich im Team und wo könnte man schauen, dass eventuell dass es besser läuft, dass vielleicht auch effektiver gearbeitet wird und so ein bisschen in der Art. Also von daher fand ich das eigentlich eine ganz gute Begleitung. Also die Zusammenarbeit mit dem Coach habe ich jetzt persönlich für sehr wichtig empfunden, weil meistens vertieft man sich so sehr in seine Projektarbeit, dass man einem so einen Blick von außen, so eine objektive Sicht der Dinge ganz gut tut. Man unterhält sich mit jemandem und merkt, das habe ich eigentlich für selbstverständlich erachtet im Verlauf der Dinge. Des Weiteren haben wir so ein Herzstück. Am Ende, bevor die Präsentationen sind, gibt es zwei Wochen, da räumen wir mehr oder weniger die komplette Hochschule hier leer und die Studierenden arbeiten von morgens bis abends hier an der Hochschule, ihre Projekte, sage ich mal, zu finalisieren. Ja, also der Kaffeekonsum ist rapide gestiegen, der Verbrauch von Energy Drinks auch, wobei ich habe heute gelernt, das ist ganz schlecht für meinen Körper. Und es ist auch gut, mal in so einem Team zu arbeiten, weil da kommen wirklich ganz neue Herausforderungen, weil einfach so viele verschiedene Charaktere zusammenarbeiten. Also ich finde, es bereitet einen wirklich gut aufs Berufsleben vor. Man muss jetzt auch dazu sagen, bei uns ist eine ganz große Besonderheit, dass wir für jedes Projekt, was wir haben, gibt es zwei oder drei Studierendengruppen, die sich damit beschäftigen. Also sprich, es gibt immer so einen kleinen, gesunden Wettbewerb, was natürlich auch gut ist für einen Projektgeber, weil er bekommt nicht nur eine Perspektive auf seine Aufgabenstellung, sondern mindestens zwei oder drei. Es ist schon anspornend, klar. Man weiß, es gibt eine andere Gruppe mit der gleichen Zielsetzung, mit der gleichen Aufgabe. Aber ich finde, ja,
Wettbewerb belebt die Kreativität, also. Okay. Also ich finde es super interessant, weil man einfach mal auch in einen direkten Kontakt zu Unternehmen treten kann. Ich meine, bei uns ist es auch nochmal sehr intensiv, dadurch, dass wir eigentlich fast direkt mit unserem Auftraggeber zusammenarbeiten können. Was durchaus auch vorkommt, das hängt jetzt natürlich von der Aufgabenstellung ab, dass die Studierenden, nachdem sie im Ende Januar an der Hochschule präsentiert haben und die Unternehmen das ganz großartig fanden, gibt es schon Unternehmen, die dann sagen, wow, mit dem Team haben wir so gute Erfahrungen, wir möchten mit denen zusammenarbeiten. Vor allen Dingen, wenn man einfach merkt, dass man ein gutes Konzept entwickelt hat, dass die Coaches auch begeistert sind, das ist dann schon ein gutes Gefühl. Und gleicht dann den Stress auch wieder aus. Natürlich gibt es die stressigen Situationen. Natürlich steht man mega unter Druck und versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Natürlich gerät man im Konflikt mit anderen Gruppenmitgliedern. Aber man kann sehr, sehr viel davon mitnehmen und sehr viel lernen. Auch für spätere Berufsleben ist meine Meinung jetzt mein Fazit abschließend. Also ich bin immer platt, wenn ich sehe, wie in diesem halben Jahr oder sogar dann bei dem fortgeführten U-Projekt, das sind ja schon kleine Profis, die sich aber auch nochmal weiterentwickeln, wenn ich sehe, was da für Entwicklungsschritte durchgemacht werden. Das sind Riesenschritte. Das ist unglaublich, wie sich unsere Studierenden in diesem kurzen Zeitraum dieser zwei U-Projekte professionalisieren, bin ich ganz begeistert.